Yeah, Warhammer 40.000 Space Marine. Geht in die nächste Runde. Wir fahren auch direkt fort. Wir wollen ja nicht unnötig Zeit drauf gehen lassen. Wir wollten den Inquisitor finden, Trogan. Und. Ey, nee. Ich weiß ganz genau, dass ich hier aussehe. Das Spiel beendet habe. Mit einem halben Life Pool. Ey, ist doch uncool, oder? Mann, Alter, die haben hier so viel Potenzial, den verkackten Schwierigkeitsgrad noch vorzustellen. Das ist ja schon mal ansatzweise vernünftig, wenn sie die KI. Jetzt die Scheiße alt aufgenommen. Ja. Die KI ist ja, also meine KI, meine Kumpel-KI, die ist ja schon ziemlich dumm. Das ist schon mal ziemlich gut. Die Orks sind in den Rohren. Aber die könnte man bestimmt noch dümmer machen. Zum Beispiel. Das vermeiden. Mir jetzt gesagt. Ja, ich will jetzt hier nicht so weit unterhalten. Jetzt ziehen wir hier durch und wir sehen mal zu, dass wir Drogan hier auch mal zu Gesicht bekommen in live. What, man? Ja, interessiert mich nicht. So, fertig hier. Weiter geht's hier. Das ringet aus. Sidonos, was ist los? Sieh zu, alter Mann. Okay. Ich habe keinen Plan, wo es hier lang geht, aber ich glaube nur noch. Ich habe wie immer das Problem, dass mich die Blende sonnet. Die umgekehrt blendet. Gut. Wir gehen weiter. Wir haben hier noch Knöpfe zum Drücken. Wir drücken jeden und alles. Kommt wahrscheinlich die Plattform jetzt runter. Okay, erst muss die Tür zugehen. Die wendet sich noch nebenbei. Ja! Wir sind hier am Start. Wir sind die Ultramarines und wir beschützen diesen Planeten und halten die Orks davon ab, irgendwas zu bekommen. Was ist das hier? Achso, okay. Die untere Seite der Plattform. Nice, nice, nice! Weiter geht's. Ich laufe. Tür öffnen. Inquisitor, Ordo Xenos. Autorisierung wiederholen. Drogan. Was, wo ist Drogan? Sofort die Energiequelle vorbereiten. Einen Moment. Schneller. Alle Sicherheitsprotokolle übergehen und. Inquisitor Drogan? Ey, perfekter Sound. Ich bin Drogan. Und Sie sind? Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Autsch. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain. Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufaktorum vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe? Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Sie sind verwundet, Inquisitor. Ich bin Psioniker. Meine Psi-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Happy Birthday. Ich wünsche, ich wäre auch so cool wie du. Okay, der nächste Mega Man für eure Arme. Ne, der letzte war Warfield. Mal sehen, wie viele Mega Mans wir noch können. Xeno-Lebensformen entdeckt. Was für ein Ding? Also. Den kennen wir doch. Space Marine, willst du meine Titanen klauen? Meine Beute klauen? Ich werde dir Eingeweide aus der Kehle reißen. Der Ork persönlich. Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Space Marine. Nice, nice. Oh yeah. Ich hab ganz vergessen, dass ich Axt am Start hab hier. What? Okay. Ich muss jetzt Deckung nehmen. Nee. Das Ziel wird mir nicht so dargestellt, als ob ich das könnte.
Der ist auch hinüber. Ah, da kommt noch welche raus, okay. Meine Fresse, kommen sie zu. So viel dazu. Das ist eine neue endliche Quelle, aber die verziehen sich wohl dennoch irgendwann selbst ständig. Und ich habe keine Granaten dabei, Alter. Scheiße, Jolo ist weg. Gucken. Versuchen wir den mal von hinten. Oder auch nicht. Alter, scheiße. What? Bäm, Junge. Aber nicht für dich, für mich. Alter, wie ich da vorbeischieße, Junge. Aber so ist das, wenn man halt mit Militär auf Zeug schießt, was nah am Start ist. Ja, der andere ist. Nee, das ist die so viel dazu. Schicke Kettensäge hast du am Start. Meine war. Ich hab sie dir natürlich gerne gegeben. Und wir bewegen uns mal weiter, indem wir mal die Muni eingesammelt haben. Alter. Sonst die Granaten. Okay. Nun aber fort. In Fort. Harrison Ford. Alles, was fortgeht. Wir bewegen uns fort. Bam, padam, padam. Ja, zum Öffnen. Hier kommen wir weiter. Dort bewegen wir uns durch. Inhalte werden gespeichert. Bitte nicht das System ausschalten oder so. Der Ork hat jetzt ein Näschen für uns. Verdammte Kreatur! Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen. Ist er aber. Drogan. So sieht's aus, das ist er. Moment, die ein Überraschungsei. Hin da, ganz blind, einfach mal hin da. Scheißegal, was hier rum passiert. Ich will wissen, was drin ist. Na, aber holla. Muss das 1 aufladen, Schuss gedrückt halten, bla bla bla. Ja, Lüftung auf, bla, okay. Yeah. So sieht's aus, wenn Plasma-Titulier. Wir müssen zu diesem Aufzug. Wo ist der? Warum ist da? Egal. Ich sehe hier nix, Alter. Und ich heul jetzt bestimmt schon seit 3 Folgen rum, dass ich hier nichts sehe, ne? Ich glaube, ich muss nach oben und außen rum. Gucken wir mal. Da vorne nehmen wir Muni noch mit. Yeah. Granatenslots sind voll. So gefällt mir das. So muss das. So ist das lobenswert. Wir haben alles voll an Muni. Dementsprechend bewegen wir uns erstmal zu dem erwähnten Aufzug. Ja, hier sind wir definitiv richtig. What the fuck? Meine Boys wollen dich schön begrüßen! Ey, Alter, ist dein Hirn freigelegt? Double what the fuck? Das ist ein Boy, keine Boys. Der ist ignorant, oder? Was ist denn los, Alter? Komm! Oh Mann, ich wollte dich execute, du Lappen, Alter. Oh, 2. Die Waffe ist so geil, Alter. Die kommen doch gar nicht dazu, irgendwas zu machen, Mann. Bäm, jetzt! Zack! Ah, okay, schade, dass das hier in der Ecke war. Aber gut. Fand ich gut. Da gibt es nämlich mehrere, also pro Ork, je nach Ork-Klasse, whatever die sind, gibt es verschiedene Execute-Animationen. Teilweise auch mehrere. Das ist richtig fetzig. Dann je nachdem nach der Waffe anscheinend auch nochmal zusätzlich. Aber da kann ich jetzt gerade hier. Nee, das hat jetzt nicht viel mit der Waffe zu tun, so wie dazu. Wayne. Wir bewegen uns mal weiter vor. Drogan haben wir am Start. Dann sind wir zu viert hier. Ein wunderschönes Quartett. Wobei er am coolsten ist, aber die Frisur. Wie tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktorum? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die Tiefen fallen gelassen werden. Natürlich nicht uncool. Egal. Denk mal, geht weiter. Wer sagt's denn?
Kälter als das Lächeln eines Space Wolves. Ja, eine Nebenwirkung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Gut, gut. What? Ich bin noch im Ballert um die Zeit. Mensch, wir haben den Januar schon fast durch. Uiuiui. Alter, das war schon mal wieder super. Ich glaube, ich muss die Folgen echt länger machen, weil das passiert so derbe Captain gar nichts. Rücken Sie zur Hauptkammer vor. Wir brauchen nur die Energiequelle aus dem Kern des Generators. Ich werde die Entkupplung jetzt einleiten. Verstanden. Ich glaube, Bro. Achso, ja, okay, guck, ich hatte ja halt voll. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet, Captain. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Identität bestätigt. Okay. Rogan, Ordo Xenos. Na, dann mach mal was hier, Lady. What? Yeah, yeah, yeah. Wunderschön. Gefällt mir. Schön kühl. Da. Der Primärschild ist offen, Captain. Gehen Sie in die Zentralkammer. Alarm. Xenos geortet. Rennen Sie nach. What the fuck? Zurück. Scheiße. Kann er nicht durch, oder? Nein. Oh, 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 oh. Captain, der Warboss. Space Marine! Was versteckst du hier unten? Ach du Scheiße. What? Oh fuck, und ich hab mir noch treffen lassen. Halten Sie die Grünhäute fern, Captain. Ja, die noch ein Energiequelle Wunsch. Kommt gleich aus dem Generator. Alter Scheiße, der hat gesessen. So wie dazu. Oh nee, da schmeiß ich mal den Spaß hier an. Oh fuck, 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 die Raketen. Ah, fucking Bullshit hier. Okay, so. Habe ich hier noch irgendwas Relevantes hier? Die Outpost, da geht der anscheinend nicht, oder? Zur Servitorstation und aktiviere. Okay, jetzt mal den kleinen Scheiß hier. Ich nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Okay. Achso, die Station. Oh, scheiße. Aktivieren! Das funkende Ding willst du, Space Marine! Okay. Dann nehme ich das für mich! Ui, 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 ui! Nicht chillen hier, nicht chillen hier! Mehr Deckung, mehr Deckung, mehr Deckung! Der Borg bringt uns alle um! Nehmen, Captain! Zwingen Sie die Quelle in den Kanister! Alles klar, alles klar! What the fuck? Oh nee, ne? Okay. Ah, den Zaun schneide ich erstmal raus. Ihr seht das Video. Und dann ist er noch wahrscheinlich Feierabend. Mal sehen. Ja, bitte. Sidonus, Leandros, bitte melden. Captain, der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich habe seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. Ja, so viel dazu. Ja, wir haben die Energiequelle. Scheiße, jetzt habe ich die Sequenz nicht gesehen. Und ja, gehen erstmal ein paar Meter jetzt irgendwie hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Mal gucken, ob wir uns jetzt irgendwie noch mit den anderen wieder hier zurechtfinden. Ja. Ich hab die Zähne eben mal gecuttet, sprich hat ein paar Meter wahrscheinlich länger gedauert. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sequenz ging. Ich habe jetzt da nicht so hingeguckt. Ich weiß so gar nicht, was jetzt abgegangen ist, Alter. Jetzt hat er das Ding genommen. Ist wahrscheinlich alles zusammengestürzt.
Und wir sind jetzt wahrscheinlich Abikaps von den anderen. Ja, das macht dann alles Sinn. Und deshalb bewegen wir uns jetzt mal irgendwie hier durch und versuchen weiterzukommen. Die Muni jetzt hier mitnehmen? Was ist denn das hier bald für eine Scheiße? Moon. Axt, ja. Habe ich mal die Option auf eine Axt? Gehen die mal dauernd auf, dass ich die Kette behalten habe? Wollen wir dauernd die Axt anbieten? Alter, ohne Spaß. Komm, jetzt nerv mich hier, die Uniziefer hier. Was ist los bei dir? Wir müssen unbedingt mal den nächsten Speicherstand erwischen, damit ich hier jetzt Schluss machen kann. Leid es mir tut, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr. Und es ist sowieso wahrscheinlich schon eine Zeit wieder am Ende. Als ob ich den Überblick hätte, bla bla bla, ne? So, wir nehmen beide mal die Muni auf und bewegen uns mal weiter fort hier. Und hier ist ein... Ach du Scheiße. Oh yeah. Okay, interessiert uns mal alles mal rein gar nicht. Ach du Scheiße, wisst ihr was? So sieht's aus, jetzt ist die Zeit. Schade, wenn mal irgendwo passiert, was im Abgrund ist oder an Wänden oder so, weil die Sequenz ist dann irgendwie, wie man gesehen hat. Okay, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, ne, wir sehen uns demnächst. Zieht durch. Gebt nicht durchs Ende.